Am 29. März sah die GTEC Arena das Duell der beiden Altmeister. Der SC Magdeburg hatte den VfL Gummersbach zu Gast. Neben historischen Duellen im Europapokal trafen die beiden Mannschaften in der Bundesliga zum 50. Mal aufeinander. Den SCM plagten Verletzungssorgen. Cheiko Musa fiel mit einer Muskelverletzung aus. Die Magdeburger Hoffnungen am Kreis ruhten also auf Jakob Beierstedt. Einen Hoffnungsträger haben auch die Gummersbacher in ihren Reihen, Sead Hasanefendic. Der Erfolgstrainer aus den frühen 2010er Jahren übernahm erst am 26. März das Amt von Emir Kurtadzic, der ihn selbst einst beerbt hatte. Er soll die Gummersbacher mit ihren vielen Nationalspielern wie Julius Kühn und Simon Ernst wieder in die Erfolgsspur bringen. Das scheint zu Spielbeginn auch gut zu funktionieren. Gummersbach startet druckvoll und verwandelt gleich den ersten Abschluss. 0:1 durch Kevin Nyoka. Erster Treffer Gummersbach-Torschütze Kevin Nyoka. Im Gegenzug hat Jakob Beierstedt seine erste Aktion und verwandelt nach einem schönen Damgard-Zuspiel zum 1:1. Und Ausgleichstreffer 1:1. Die Anfangsphase der Partie ist ausgeglichen und umkämpft. Gummersbach will den Schwung des Trainerwechsels nutzen. Besonders Julius Kühn dreht auf und erzielt hier mit der zwischenzeitlichen 2:3-Führung eines seiner 12 Tore in diesem Spiel. Die Magdeburger nehmen den Kampf an. Michael Damgard gleicht in der 5. Minute wieder aus, dieses Mal ungewohnt aus dem rechten Rückraum heraus. Die Härte der Gummersbacher Verteidigung lernt der Däne auch kennen. Eine halbe Minute später wird er durch Simon Ernst gestoppt. Der Magdeburger kann nach einer kurzen Pause weitermachen, der Gummersbacher kriegt eine 2-Minuten-Strafe. Insgesamt verteilen die Schiedsrichter in dieser Partie 7 gelbe Karten und 9 Zeitstrafen. Beide Teams kämpfen mit harten Bandagen. Simon Ernst trifft es in Minute 10 erneut. Wieder 2 Minuten, Sead Hasanefendic lässt seinen Spielmacher deswegen für große Teile der restlichen Partie auf der Bank. Weitere Zeitstrafe, VfL. Außerdem gibt es einen 7 Meter für den SCM, eine Aufgabe für Robert Weber. 5:4 für den SCM. Langsam finden die Magdeburger besser ins Spiel, Gummersbach hält aber mit. Kevin Nyoka mit dem 7:7 nach 15 Minuten. Im Gegenstoß ist es aber wieder Jakob Beierstedt, der das 8:7 erzielt. Und wieder Führung. Mit Carsten Lichtlein haben die Gummersbacher keinen schlechten im Tor, was in Minute 16 auch Robert Weber erfahren muss. Sead Hasanefendic hat bisher ein engagiertes Spiel seiner Mannschaft gesehen, langsam gewinnt der SCM aber die Oberhand. Vor allem über die Außenpositionen sind die Magdeburger gefährlich. Matthias Musche trifft in Minute 27 zum 14:11. Er wird am Ende mit 8 Treffern bester SCM-Schütze. Und 14:11, das Tor für den SC Magdeburg durch. Das letzte Tor vor der Pause gehört wieder Jakob Beierstedt. Wieder kommt der Pass von Michael Damgard, wieder ist der Ball drin. Pausenstand 15:12. Und mit der Halbzeitsirene 15:12 Führung für den SC. Auch in der Abwehr ist der Kreisläufer heute dauerbeschäftigt. Hier schnappt er dem Gummersbacher Alexander Becker den Ball weg und dann geht es mit Tempo nach vorne. 17:12, der SCM mit einem Doppelschlag zu Beginn der Hälfte 2. Die 5-Tore-Führung soll aber nicht halten. In Minute 38 sieht SCM-Coach Bennett Wiegert die Gummersbacher über Andreas Schröder kontern. Nur noch 18:16. Weiter kommt Gummersbach aber nicht heran, was auch an Dario Quenstedt liegt. Er ersetzt in Hälfte 2 Yannick Rehn im Tor. Zur Mitte der zweiten Hälfte ist der SCM das klar bessere Team. Auch im Abschluss vorne passt es jetzt. Matze Musche mit dem 23:17, die erste 6-Tore-Führung und das 700. SCM-Bundesligator in dieser Saison. Auch Robert Weber auf rechts war hellwach. Erst der Block gegen Julius Kühn und dann geht es Richtung Gummersbach-Tor. Das letzte von Roberts 6 Toren und die erste 7-Tore-Führung in Unterzahl. In Unterzahl 24:17 für den SC. In Minute 53 darf sich dann auch Abwehrchef Finn Lemke in die Torschützenliste eintragen.
Die Gummersbacher kämpften trotzdem weiter. Zwischen Minute 53 und 57 legten sie einen 4:0-Lauf hin und kamen nochmal auf 3 Tore heran. Spannend wurde es aber nicht mehr. Die Magdeburger spielten die Partie routiniert herunter und hatten ja immer noch Jakob Begerstedt auf der Platte. Er setzte den Schlusspunkt für diese Partie und darf sich nicht nur über eine sehr gute eigene, sondern auch über eine gute Teamleistung freuen. Gummersbach trat mit großem Kämpferherz an und ließ den schlechten Tabellenplatz teilweise vergessen, wird dann aber trotzdem von den Magdeburger Seriensiegern überrollt. 19 von 20 möglichen Punkten aus den letzten 10 Bundesligaspielen bedeuten nicht nur einen sicheren Rang 5 in der Tabelle, sondern auch wieder eine Schonfrist für Jakobs und Roberts Berthe. Die bleiben erstmal dran, bis zur nächsten Niederlage. Wie wart ihr auf Magdeburg eingestellt? Ich meine, Trainerwechsel, da geht ja eh nicht allzu viel in der kurzen Zeit. Ja, es waren 3 Trainingseinheiten. Wir haben jetzt 2 Wochen bis zum nächsten Spiel. Da werden wir sicherlich noch mehr trainieren und die Fehler analysieren und versuchen abzustellen. Ja, Trainerwechsel, gut. Am Ende stehen ja wir auf der Platte. Wir müssen das Ding ja... sag ich mal, versuchen die 2 Punkte zu holen und deswegen so viel Fehler heute gemacht. Und Magdeburg hat halt weniger Fehler gemacht, konnten dann leichte Tore durch Gegenstöße laufen, durch unsere Fehler und ja, das war sicherlich dann entscheidend. Was soll man sagen, wenn man so einen Run hat, dann freut man sich auf jeden weiteren Sieg. Wir haben einen sehr schlechten Start dieses Jahr gehabt oder diese Saison und dann können wir natürlich nach 13 Spielen oder 14 Spielen in Folge ohne Niederlage sehr, sehr glücklich sein und wollen diesen Run natürlich auch ausbauen. Mhm. Vorher hieß es, Gummersbach heute gefährlich, Trainerwechsel. Wie ist euch letztlich die Situation bekommen, sagen wir mal so, bis zur 15. Stand 7-7, aber dann ging es ja eigentlich doch relativ schnell Richtung SCM. Das ist schon richtig, also dieser Trainereffekt, das kann schon eine Rolle spielen, aber ich denke, wir waren sehr, sehr gut vorbereitet auf die Gummersbacher. Klar, das ist eine schlagkräftige, junge deutsche Truppe, dass das nicht einfach wird, wäre auch, glaube ich, ohne diesen Trainerwechsel so gewesen, aber ich denke, wir haben das sehr, sehr gut umgesetzt, haben die Verletzung von Jelko Musa gut kompensieren können durch Jakob, der heute ein hervorragendes Spiel macht. Zweite Halbzeit mit sehr vielen guten Paraden von Dario und so haben wir eine geschlossene, erfolgreiche Mannschaftsleistung geboten, haben keine Torschützen mit 10, 12 Treffern, sondern glaube durch die Bank mit 5, 6, 7 Treffern und das zeigt einfach, dass wir für die Breite oder auf der Breite sehr, sehr gut aufgestellt sind und so werden wir noch schwerer ausrechenbar für die Zukunft sein. Ja, wir haben wie in den letzten Monaten schon unseren Plan verfolgt. Haben uns nicht verrückt machen lassen. In der ersten Halbzeit hat ja Gummersbach wirklich sehr, sehr gut dagegen gehalten. Was uns aber auch klar war, neuer Trainer, das ist immer so eine Sache, man weiß nicht, was auf einen zukommt. Und die Mannschaft hat dann auch frischen Wind, also Gummersbach in dem Fall. Aber das haben wir wirklich sehr, sehr gut gemacht, haben einfach weitergespielt und haben uns dann auch gefangen. Am Anfang haben wir noch ein paar Dinger verworfen, waren dann sehr konzentriert und ich glaube, damit ist das dann auch ein verdienter Sieg. Es war denn auch das erwartet schwere Spiel. Ja, mit nicht. Wir schätzen uns schon zurzeit die bessere Mannschaft ein. Aber dieses Tempo verschleppen, das Legitime ans Zeitspiel rangehen, das hat uns heute doch sehr eingeschläfert und uns das Leben schwer gemacht. Und wir haben auch in der ersten Halbzeit, in den ersten 20 Minuten schon unsere Probleme gehabt, in unseren Rhythmus zu finden. Also es wurde die ganze Woche eigentlich nur über Seat geredet. Ich habe mich darauf wenig eingelassen, ich habe das wenig thematisiert. Ich habe gesagt, wir konzentrieren uns mehr auf uns, da haben wir genug zu tun. Deswegen habe ich mir keine Gedanken gemacht, was der VfL Gummersbach jetzt ändern könnte, weil da hätte ich in die Glaskugel geschaut. Ich habe das bestimmt, was ich bestimmen kann, habe halt an meiner Mannschaft die Woche gefeilt. Es ist uns auch ganz gut gelungen und wir sind auch erstmal zufrieden jetzt mit diesen 2 Punkten, weil die schon wichtig sind in unserem weiten Saisonziel.